Da sind wir wieder. Ich gebe nicht auf. Ich gebe nicht auf. Ich werde jetzt direkt. Wir haben ja das letzte Mal hier probiert, die Palmen-Dinger reinzumachen. Da bin ich ja gestorben. Habt ihr ja gesehen. Deswegen machen wir jetzt einfach Folgendes. Wir werden eine Palme killen und die Teile gleich mal direkt reinlegen. Und ich habe nachgelesen, dann, wie gesagt, filtert das das Wasser wohl und stellt auch Wasser her. Das sollten wir tun, weil Kokosnüsse auf Dauer bringt ja nichts, habt ihr ja gesehen. Komm mal mit. Komm mit, du Schwein. Los, leg dich hier hin. So, dann machen wir den hier. Ich habe den letzten Spielstand nochmal geladen. Und dann gucken wir mal, ob wir das hier vielleicht noch hinbekommen. Wir brauchen insgesamt vier. Das ist die Yucca. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt. Ich brauche von den Dingern brauchen wir jetzt vier. Aber die soll man, ich habe jetzt nachgelesen, die soll man auch sehr, sehr schnell bauen, diese Teile hier. Und dann können wir hier auffüllen. Mit vier Stück. Und dann macht er wohl Wasser. Mal gucken, wie lange das dauert. Ich hoffe nicht zu lange, weil so viel haben wir ja auch nicht mehr. Und unser Leben lässt trotzdem nach. Trotz alledem, aber vielleicht haben wir ja zumindest eine Chance. Mit dem ganzen Blödsinn. Und was ich noch gesehen habe, wir sollen hier unter dem Campfire oder über dem Campfire sollen wir eine Dings basteln. Weiß nicht, ob das schon Cheaten ist, aber eigentlich nicht. Und zwar ein Foundation. Dann können wir die Krabben und so ein Blödsinn alles oben drauf legen. Dann können wir das so braten und müssen das nicht festhalten. Das hilft uns dann auch ungemein weiter. Die erstmal weggeflogen ist, oder? Heftig. Gut, die lassen wir erstmal liegen. Ich werde da jetzt auch nicht so viele mehr, ich werde da jetzt auch nicht so viel mehr nehmen, weil einfach es ja nicht wirklich viel bringt. So, das Paddel setze ich mal hier drauf. So. Und ich hoffe, das geht schnell. Das nennt man so Solarfilterung. Habe ich noch nie was gehört davon, wenn ich ehrlich bin. So. Aber das Messer wird uns wahrscheinlich auch bald kaputt gehen. Okay. Lashing-Teile nehmen wir auf jeden Fall mit. Die Kokosnuss nehmen wir mit. Für später irgendwann, dass wir eine zumindest nehmen können. Da haben wir nochmal so ein Palmblatt. Da haben wir noch eins. Hier haben wir noch eins. Okay. Das große Problem, was wir jetzt noch haben, sind natürlich die Steine, denn die haben wir nämlich gar nicht mehr. So gut wie nicht mehr. Hier lag noch einer, das weiß ich. Genau hier. Wahrscheinlich liegen hier drin auch noch irgendwo welche, aber man sieht die halt gar nicht. Wirklich. So, Lashings können wir uns auf jeden Fall dann schon mal herstellen. Aber ansonsten ist hier leider wirklich nicht mehr viel mit Steinen. Guck mal da. Hoho. Füllt sich. Endlich. Puh. So. Wir können hier Lashing machen. Genau. Und einmal den, weil der wird uns leider auch bald kaputt gehen. Den Bogen würde ich gerne noch machen. Aber ich mache den auf jeden Fall noch. So. Brauchen wir zum Abwehren der Haie. Und ich wollte jetzt gucken. Haben wir denn unseren Hammer? Wenn ich das jetzt wüsste, den habe ich ja irgendwo hingeschmissen. Hier. Mit dem können wir ja dann hier eine Foundation bauen. Brauchen wir vier Sticks. Okay, das sollte jetzt nicht so das Problem sein. Hoffe ich.
ist die Hoe. Hier haben wir einen Stick. Okay, dann machen wir den mal kurz kaputt. 4, 5, 6, 7, 8. Mach bei 8 schon. Okay. 1, 2, 3. Das sollte eigentlich für die Foundation reichen. Genau. So, wie mache ich den jetzt hoch und runter? Den muss man nämlich hoch und runter machen können irgendwie. Oh, so. Einfach nach oben gucken. Ich hoffe nur, dass das auch hinhaut, wie ich das mir denke. Ich baue den einfach mal so jetzt drauf. So, da ist, bin ich auch wieder voll. Und das Lagerfeuer, komme ich jetzt überhaupt noch an das Lagerfeuer ran? Das wäre jetzt doof, wenn nicht. Weil irgendwie muss ich es ja auch auffüllen können. Okay, ich packe die mal raus. Wir haben noch zwei Steine. Okay, zwei haben wir jetzt aufgefüllt. Wollte gerade sagen, was ist denn jetzt? Was ist das denn? Okay. Wir gucken mal, was haben wir am Wasser. Oh, die Palmblätter verbrauchen sich tatsächlich. Aber ist trotzdem gut. Es ist wirklich trotzdem gut. Allerdings brauchen wir dann immer Palmblätter und das ist nicht so gut. Puh. Oh Mann. Okay, das sind die Lashings. Lashings. Fibers. Und dann gucken wir mal, was haben wir denn hier noch so an Palmen? Nicht mehr viel, nicht mehr viel, nicht mehr viel. Ein paar sind noch. Also ein bisschen überleben tun wir auf jeden Fall, wenn das so weitergeht. Was das Problem ist, wir müssen unsere Krankheit in den Griff kriegen. Weil die verbraucht leider das ganze Wasser. Die Fische und so sind ja kein Problem, das Essen, denke ich. Aber die hier sind das Problem. Aber gut, so können wir uns auf jeden Fall hochtrinken. So, ich habe jetzt die Foundation, das würde ich ja gerne mal ausprobieren. Hab jetzt aktuell aber leider gar kein Ziel. Weil ich auch nichts sehe. Und ich möchte nicht schon wieder in so einen scheiß Giftfisch reinlaufen. Aber die möchte ich auch nicht essen. Was ist das? Was sind das? Was ist das? Würmer! Irgendeine Würmer! Wie ekelhaft ist das denn? Und außerdem... Hallo? Kann es ja auch mal wieder Tag werden, ey. Und ich kann den Mond überhaupt gar nicht... Gut, dann safen wir das einmal hier ab. Und dann... Lieb. Starten wir mal bis zum Tag. Ich hoffe, dass es dann Tag ist. Ja. Ist es... Ach hier, guck mal, weil das Gammelfleisch hier rumliegt. Gehen natürlich die ganzen Fliegen dran. Spoiled Meat. Blop. Vielleicht fressen das ja die Fische. Halt! Komm mal hier, hier. So. Den nehmen wir mal aus. Oh, gross. Okay. Hier liegen die noch. Was ist das? Was ist das? Irgendwas Merkwürdiges.
Okay, ich brauche dieses Teil dafür. Die Frage, was ich jetzt noch habe, ist natürlich, kriegen wir das Lagerfeuer jetzt überhaupt noch an? Also inspiziert er ja nur noch die Foundation hier. So, wir schrubbeln mal wieder ein bisschen rum. Am Stock. Gut, also an geht es auf jeden Fall schon mal. Wir haben hier das Fleisch. Das legen wir uns jetzt mal hier drauf. Tatsächlich, es brät. Ja, wie gut. Ich dachte, hier sitzt gerade ein Mensch. Alter. Das sah ganz merkwürdig aus. Guck mal. Ich glaube, ich habe mir einen kleinen Roboter gebaut. Mega. Wir müssen aber auf das Fleisch auch aufpassen. Aber gut. Gut. Hier haben wir die Ho. Wir brauchen aber unbedingt... Ja, hier, guck mal. Hier ist unser Fisch. Unser Fischding. Necken uns eine Sardine nach der anderen weg. So, das Brät. Okay. Die müssen wir ja noch ausnehmen. Okay. Können wir doch mit dem auch, oder? Nee. Können wir nur mit dem Messer machen. Das ist ein riesiges Stückchen Fleisch, die der da rausholt. Small Meat, das ist noch nicht fertig. Jetzt. Okay, wir müssen da mal was ablegen. Den Kompass brauchen wir jetzt auch nicht. Das ist der Cook, das ist Small. So, dann braten die. Hoffe ich. Boah, guck mal, unsere Lebensenergie geht trotzdem runter. Wir schaffen das trotzdem nicht, leider. Wahrscheinlich nicht. Oh, einen Sonnenbrand haben wir auch. Natürlich haben wir einen Sonnenbrand. Und das Ding habe ich schon aufgebraucht, oder? Oh nein. Uff. Esse mal rein, schnell. Hier ist Schatten. Das müsste eigentlich klappen. Ach, Kacke. Da verbrauchen wir natürlich auch einen Haufen Wasser. Small Meat, Small, Small, Small. Guck it. Das ist fertig. Ach, oh, ich habe das Kuckel dafür draufgeschmissen, okay. Oh je. Oh je, das schaffen wir dann trotzdem nicht. Ich dachte echt, okay, wir könnten uns retten, aber... Sieht leider nicht so gut aus. Sieht nicht so gut aus. Ja, wir können auf jeden Fall eine, können wir auf jeden Fall dann...
Eine Kokosnuss meine ich zu uns nehmen, das würde ja noch gehen. Ich brauche die Blätter. Oh Gott. Okay. Ach du Heilige. Der Hunger geht auch kaum hoch. Wie soll ich denn das schaffen, ey? Das ist ja... Alter Finne! Es regnet. Es regnet! Das Problem ist, das Ding füllt sich nicht bei Regen. So, zumindest habe ich das beim letzten jetzt so gelesen. Was natürlich echt doof ist. Also ich wollte ursprünglich jetzt gerade mal so eine Kokosnuss knacken. Nee, ich kann machen, was ich will. Das hilft alles nicht. Ich kann den Regen auch nicht auffangen zum Trinken oder so, jetzt hier. Oh Gott. Tja, ich muss mich ständig hochheilen. Das ist das Problem an der ganzen Sache. Und es ist laut. Denkstation, okay. Flashing, richtig. Ich baue uns mal so eine Falle hier. Stein. Okay. So, ein Stein. Haben wir. Okay, jetzt habe ich 4. Ja, ist egal. Und eben noch schnell Sticks. Das lauert! Okay. Interessant.
Keine Ahnung, ob das wirkt oder geht. Los, setz dich drauf da! Es ist ja nicht schlecht, aber ganz ehrlich, wir müssen ja ständig tun. Wir haben ja gar keine Zeit mehr. So, das Ding ist ja auch aus, da brauchen wir auch wieder neue. Neue Sticks. Gerade wenn wir nachher dann essen. So, nehmen wir das mal. Ein Wetter, sage ich euch. Ein Wetter. Auf dieser Insel. Mal gucken, ob die Pfeile funktioniert. Ich weiß es eben nicht. So. Sperrgun, geil. Arrow, Brick. Hier den hier, aber den können wir nicht bauen, wir haben keine Steine mehr. Hätte ich sonst jetzt auch gerne noch gebaut. Oh, oh, ich sehe wieder nichts mehr. Nee, das ist es nicht. Warum das Ding jetzt hingeschmissen ist, ist es kaputt gegangen. Das Aloe Vera Teil habe ich noch gar nicht gemacht, oder was? In dem Spielstand. Okay, Wasser ist zumindest voll, wir müssen dann essen. Und so einen, tja, hier das zu bauen. Nützt ja leider alles nichts. Und dann heißt es wieder schrubbeln. Wir schrubbeln wieder. Das Problem ist, wir können das jetzt anmachen, haben aber keine Tiere, die wir jetzt hier vernaschen könnten. So. Ja, das scheint auch gebraucht gewesen zu sein, ne? Dieses Teil? Echt krass. Wie schnell hier so Zeug verschwindet. Uff. Wir sorgen uns auf jeden Fall schon mal direkt neues Gedönse für das Lagerfeuer. Oh, guck mal, der hat gar nicht so lange gebraucht. Kommen Sie mal mit, junger Mann. Wir müssen reden. Und einmal hier hin. So. Legen Sie sich da mal hin, wir müssen reden. Oh Gott, wie lange dauert das?
Alter! Das hat 3 Jahre gedauert. Ich weiß nicht, wie viele wir jetzt auffüllen können hier. Einen, okay. Alles klar, da haben wir ja ein bisschen über. Das ist echt gut. Gott sei Dank. Ich kann ja saufen wie ein Wahnsinniger. Echt? So, das ist die Aloe Vera Pflanze und hier... Wir hatten doch aber noch eine, oder nicht? Irgendwo hatten wir doch aber noch eine gehabt. Das ist alles Spoiled Meat hier. Das schmeiße ich mal weg. Das können die Fische fressen. Ach hier, guck mal. Hier ist noch einer. Die packen wir hier mal mit hin. So. Und dann gibt es nämlich irgendwo hier diese Aloe Vera Salbe. Fliegt mal auf den Stock da, Jungs, Mädchen. Los. Ah, okay, das sind Fledermäuse, ne? Fledermäuse. Okay. Mal kann ich aus dem schon das Ding machen hier? Jo. Okay. Dann packen wir das mal hier mit hin. So. Das muss aber in der Nähe liegen bleiben. Sonst wird das nämlich nichts. Und dann können wir hier die Aloe Vera Salbe. Aber der checkt nicht mal, dass hier Aloe Vera ist, liegt. Okay, dann nehmen wir das mal. Das ist natürlich unmöglich. Unmöglich. Dann bauen wir sie so. Okay. Dann legen wir sie hier wieder hin. Alles klar, dann haben wir die zumindest. Dann speichere ich einmal ab. Und dann sehen wir uns auch schon wieder in der nächsten Folge. Dieses Piepsen, ne? Macht mich wahnsinnig. Ja, weil mein Herz runtergeht. Mein Herz geht runter, mein Herz geht runter, mein Herz geht runter. Es löst sich langsam auf. Ja, okay. Bis zur nächsten Folge. Tschüss.